Liebe Menschen in der Paulusgemeinde in Zehlendorf und überall, lieben Sie es aufzuwachen mit Musik? Mich begrüßt morgens jetzt als erstes der Gesang der Amseln, Rotkehlchen und Singdrosseln. Noch im Dunkeln vor der ersten Morgendämmerung singen sie schon lebendig und schön, als wollten sie das Licht damit heranlocken. Während ich ihnen lausche, gehen meine Gedanken weit zurück. Wie kostbar ist es, überhaupt so hörend mit der Welt verbunden zu sein? Die Entwicklung unseres Gehörs lag im Dunkeln, im matten Dämmer im Leib unserer Mutter. Unsere erste Musik war der Rhythmus ihres Herzens und die Resonanz ihrer Stimme monatelang, bevor wir bei unserer Geburt selber zu atmen begannen und unsere eigene Stimme in diese Welt kam mit Schreien, Jauchzen, Seufzen. Wir uns auszudrücken begannen bald mit Rufen, Sprechen, Summen und Singen. Die Stimme ist unser ureigenster Ausdruck. Wir können uns weder hinter ihr verstecken, noch sie schminken. Sie gibt zu hören, jeden Tag, jede Stunde neu, wer wir sind. Der uns das Ohr geschenkt hat, schenkt uns auch die Stimme. Auf Zeit, um uns auf dieser Erde auszudrücken, mitzuteilen, zu kommunizieren. Darum geht es an diesem vierten Sonntag nach Ostern. Kantate, singet, dazu fordert uns der Psalm auf. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Welches neue Lied kann heute aus unseren Kehlen aufsteigen? Unter den drastischen Beschränkungen dieser Wochen können wir zwar zum Gottesdienst zusammenkommen, jedoch ohne gemeinsam zu singen. Und doch gilt die Aufforderung uns allen. Singet! Das können wir tun die ganze Woche. Singen alleine unter der Dusche, mit der Familie in der Wohnung, mit Nachbarn auf dem Balkon, im Wald oder am Strand. Singen nach Herzenslust, ob mit oder ohne Gesangsausbildung und Sprecherziehung. Jede Stimme ist einzigartig. Es gilt, sie zu hören, gerade jetzt, im Ringen dieser Wochen mit so vielen Fragen. Denn wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Das wussten schon die Minnesänger des Mittelalters. Wir fragen heute, welche Begrenzungen sind jetzt sinnvoll, wo aber werden sie zur unerträglichen Freiheitsbeschränkung? Wer bekommt Kredite, um die Krise durchzustehen? Wer wird unterstützt und wer muss selber den Weg finden? In unseren Fragen und unserem Ringen sind wir nicht allein. Singen macht Mut, stärkt das Selbstbewusstsein, weckt Freude. Das neue Lied gilt es zu finden. Wir sind geschaffen zum Lobe Gottes. Darum singen wir. Der protestantische Theologe und Dichter Paul Gerhardt schrieb dieses Lied gerade 5 Jahre nach dem Ende des blutigen 30-jährigen Krieges, in der dankbaren Erfahrung, dass das Leben trotz allem weiterging und aus Gottes Güte neu werden durfte. Das Neuwerden brauchen auch wir jetzt dringend und ganz umfassend. Mit Erschrecken sehen wir uns vor der Realität des Klimawandels und der Verschmutzung unseres Planeten und hören jetzt zugleich von Erwartungen der Autoindustrie auf staatliche finanzielle Hilfe. Wir gedachten am 75. Jahrestag des Kriegsendes
und befürchten zugleich einen Wohlstandsverlust in unserem Land bei möglichen Minderungen der Waffenproduktion und des Exports von Kriegsgerät. Wir sind überflutet von Informationen und ringen in unseren Entscheidungen darum, das Nächstliegende, Einfache zu tun. Das Vertrauen, von dem wir mit den Worten aus dem 16. Jahrhundert singen, soll uns auch heute ermutigen, genau hinzuhören, nachzudenken, wo nötig, die Stimme zu erheben, vor allem aber nicht einfach nachzuplappern und mitzukrähen. Aus der Klangüberflutung in Geschäften, Restaurants, Fitnessclubs, Friseursalons sind wir in den letzten Wochen eine Weile ausgestiegen. Sogar die Motoren der Autos und der Flugzeuge dröhnten viel weniger. Hat diese Stille Sie erschreckt? Oder konnten Sie darin Raum finden für eigene Gedanken? Vielleicht wahrnehmen das Rauschen des Windes oder die Regentropfen auf den Blättern, als es endlich wieder regnete? Welche Klänge und Geräusche tun Ihnen gut, sind vertraut und beheimatend? Welche Melodie trägt sie heute? Für meine Vorfahren als Musiker war auf der Flucht am Ende des Zweiten Weltkrieges die Musik das Überlebensmittel. Und als keine gedruckten Ausgaben des Messias zur Hand waren, schrieben die Choristen und Instrumentalisten selber unter der Leitung meines Großvaters die Noten auf Packpapier und musizierten Händel von den selbstgefertigten Partituren. Not macht erfinderisch, lässt die Werte, die uns kostbar sind, umso deutlicher hervortreten. Das neue Lied gilt es heute neu in unseren Herzen aufzuspüren, genau hinzuhören und dann es klingen zu lassen im rechten Augenblick. Im Neuen Testament ist davon die Rede, wie es als gemeinsames Lied gefunden werden kann. Der Apostel Paulus schreibt an Christen in Griechenland: Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Damit also fängt das neue Lied an. Aus den Auseinandersetzungen und Spannungen und Anklagen geht es weiter, wie in einer Symphonie. Es gilt, genau hinzuhören, vielleicht zu verstehen, vor allem Schuld und Schulden zu vergeben, damit Leben und freies Atmen möglich wird. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Und seid dankbar. Weder das Verdrängen und der Egoismus noch ein autoritäres Gesetz werden das letzte Wort haben, sondern Mitgefühl und Gerechtigkeit. Nur so kann Friede in den Herzen wachsen. In einem Leibe sind wir miteinander verbunden, wachsen in diesem Leibe Christi gemeinsam heran, um einmal miteinander das Licht der Ewigkeit zu erblicken, wo alleine Gottes Atem uns trägt. Alles, was wir tun können auf dieser Erde, ist dafür eine Vorbereitung. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Im Herzen singen, das können wir überall, auch in der Stille und ganz ohne vielleicht ansteckende Aerosole zu verbreiten. So können wir auch heute Beheimatung finden in einem Klang, aus dem jede und jeder Unterschiedliches heraushört. Er verbindet uns mit den Generationen vor uns, deren Stimmen schon in den Klang der Welt eingegangen sind. Und mit den Generationen, die kommen, und auf die das neue Lied schon heute hinweist,
in der Hoffnung, dass Gott auch ihnen hier Raum zum Leben und Luft zum Atmen schenken kann. Singet dem Herrn ein neues Lied. Dietrich Bonhoeffer, der seine Stimme gegen die Verbrechen des Nationalsozialismus erhoben hat und dann einen Monat vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Konzentrationslager Flossenbürg umgebracht wurde, hatte über dieses Psalmwort 11 Jahre zuvor in London gepredigt. Seine Worte gehen mit uns in diese Woche wie ein Gebet. Singet dem Herrn ein neues Lied. Neu ist dasjenige Lied, das den Menschen neu macht, das aus Dunkelheit und Sorgen und Angst hervorbricht zu neuer Hoffnung, neuem Glauben, neuem Vertrauen. Der Lobgesang in der Nacht unseres Lebens, das ist das neue Lied. Neu ist das Lied, das Gott selbst neu in uns erweckt. Und ob es ein uraltes Lied wäre, der Gott, der sich Lobgesänge schafft mitten in der Nacht. Der Lobgesang in der Nacht unseres Lebens, unseres Leidens und unserer Furcht, in der Nacht unseres Todes, das ist das neue Lied. Das Lied, das den Leichtsinnigen zur Einkehr ruft, den Heimatlosen zur Heimkehr, den Verstockten zum Weinen und den Weinenden zur Freude. Das ist das neue Lied von Christus, dem Herrn und Erlöser. Singet dem Herrn ein neues Lied, und doch sind alle unsere Lieder nur ein Abglanz von dem Lied, das in Ewigkeit singt vor dem Thron Jesu Christi. Die christliche Hoffnung aller Zeiten hat sich diese Ewigkeit Gottes nicht anders vorstellen können, als erfüllt von einem Meer der Töne und Gesänge. Bilder sind Bilder und haben doch ihr Recht. Warum sollen wir uns nicht schon hier freuen auf das neue Lied, das uns hinauftragen wird, wenn wir die Augen zutun, das Reinste, das Süßeste, das Härteste und das Gewaltigste aller Lieder? Singet dem Herrn ein neues Lied. Ja, Herr, wir kommen mit Liedern auf den Lippen. Lass dein Lied stark werden, wenn unsere Lieder verstummen. Lass über unserem Totenbett
das Lied, das kein Sterblicher hören kann, laut erklingen. Jesu Juva, Jesus hilf. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten, jede und jeder in der Sprache des eigenen Herzens, verbunden mit Christengeschwistern rund um die Erde. Judy und Horst in den USA sprechen das Vaterunser für uns auf Englisch. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Vater unser im Himmel, Отче наш на небесах, да святится имя Твое, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der ewige Ursprung und Vollender allen Lebens, der dir das Gehör schenkt und deine Stimme. Umfange dich mit Liebe, erfülle dich mit Kraft und Vertrauen, segne dich mit Frieden. Amen.